Liebe Freunde des gepflegten Kartenspiels, schauen wir uns mal an, wie sich die Booster-Displays momentan verhalten. Zum kalendarischen Frühjahrsbeginn haben wir hier ganz oben nach Beliebtheit die Murders of Karloff Manor Play Booster Boxen. Ja, weshalb sind die ganz oben? Ganz einfach, weil sie jetzt inzwischen erschwinglich sind. Und zwar sehen wir hier, das ist noch wirklich spannend, einen schönen Verlauf von 140 runter bis zu 100 Euro. Jetzt findet man sie also wirklich so günstig. Noch 10 Euro, dann haben wir diesen klassischen Wert von 90 Euro pro Display, 2,50 Euro pro Booster. Das ist genau der Preis, zu dem ich immer gerne Draft Booster Boxen gekauft habe früher und auch jetzt eigentlich noch. Da kann man immer so ein bisschen auf einen Sale warten und dann trifft man diesen Wert auch hin und wieder. Und das genau ist hier so die Frage, werden Playbooster-Boxen auf diese 90 Euro stürzen? Ich finde es mega spannend, ich finde es auch jetzt für 100 schon wirklich angemessen, wenn man doch bedenkt, dass in diesen Boostern ja auch Karten, ja die seltenen Karten öfter getroffen werden können. Das Problem ist hierbei einfach, dass da nicht wirklich viel an Value drin ist. Und das ist so ein bisschen schade, da hat einfach Wizards meiner Meinung nach wirklich ein falsches Set gewählt, um mit Playboostern durchzustarten. Stellt euch vor, ein Herr der Ringe Set wäre mit Playboostern gekommen, das hätte niemanden interessiert. Die hätten da wirklich bei 150 Euro auch einsteigen können mit dem neuen Playboostern und jeder wäre da, denke ich, mit aufgesprungen, weil auch die normalen Draft-Booster-Boxen für diesen Preis gehen. Und wenn man hier natürlich so ein bisschen das vergleicht, dann sehen wir bei Murders of Karloff Manor, da haben wir für 1400 Stück verfügbar, klar, weil es auch ganz neu ist. Und wenn man es jetzt einfach ein bisschen vergleicht mit den Herr der Ringe Draft-Boxen, die es da so gibt, dann sehen wir hier nur noch eine Verfügbarkeit bei den Lord of the Rings Draft Boostern von 364. Das ist wirklich Wahnsinn, wenn man bedenkt, dass das ja auch nicht fürchterlich alt ist. Könnte mir aber wirklich auch vorstellen, dass hier einfach nur ein Reprint kommt. Da weiß ich nicht, ob da irgendwas angekündigt wurde. Vielleicht habt ihr da mehr Ahnung und könnt das gerne in den Kommentaren dalassen. Ich habe mich da nicht so sehr beschäftigt damit, aber so ein beliebtes Produkt, wenn das wirklich nur noch 364 hier gelistet ist auf Card Market, dann werden diese Boxen in naher Zukunft wirklich durch die Wand gehen. Und das ist ja echt der Hammer, jetzt so ein Draft Booster Display. Die Preise haben sich nicht wirklich viel entwickelt. Es gab zum Black Friday mal ein paar Draft Booster Boxen wirklich günstiger zu einem Preis, was war es, 120 oder 130 Euro, aber die waren nie wirklich im Sale und so wenig nur noch verfügbar. Ach, ich weiß nicht, ich glaube das Ganze nicht, dass es das war. Da wird noch mal irgendwas kommen, sonst würde mich das sehr wundern und ich sehe sonst hier in kurzer Zeit diese Dinger hier auf 200 Euro steigen. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass nur noch so wenige da sein sollen. Wenn doch, ja, dann ist es natürlich jetzt ein guter Zeitpunkt, sich vielleicht noch ein, zwei Boxen zu holen. Sind an zweiter Stelle gewesen die Streets of New Capenna Collector Booster Boxen. Ja, da sieht man auch am Chart, die gehen immer ein bisschen runter noch und da ist jetzt wirklich so eine Bodenbildung bei etwa 120 Euro erreicht, was natürlich für so ein Produkt auch wirklich günstig ist, wenn man überlegt, da sind schon viele schöne Artworks auch mit dabei. Nicht nur die ganzen Länder, die Triome, die du hier natürlich hast, sondern auch allgemein dieser Rahmen finde ich immer sehr schön. Auch das Thema mit der Mafia und mit dem ganzen Clans, die es da drin hat, ist super günstig und wundert mich nicht, dass das in der Beliebtheit auf einmal so weit oben steht. Das nächste sind Crimson Vow Draft Booster Boxen, die eben auch so diesen Dump irgendwo erfahren haben. Da habe ich ja neulich drüber berichtet. Mit dem Blackfire Sale, den es da gab, wo dann die Großhändler sich mega günstig eindecken konnten. Und bei uns ist es so, dass die immer noch nicht aufgebraucht wurden oder immer noch sehr viele im Umlauf sind. Da gibt es ja teils für 75 Euro etwa zu holen und das ist natürlich für eine Draft Booster Box super günstig. Die gab es niemals günstiger eigentlich wie jetzt und daher auch mega ein guter Tipp, die zu kaufen. Vor allem, wenn du vorhast zu draften als Investment, naja, da kann man sich dann drüber streiten, aber ja, mit der Zeit wird da auch wieder die 90 oder 85 Euro Marke erreicht werden, also nichts Weltbewegendes, aber ich denke trotzdem, gerade für diejenigen, die gerne draften und günstig draften, da kann man jetzt auf jeden Fall sich sowas holen, ist sicherlich keine schlechte Idee.
Es hat ja auch schöne Länder da drin, also so ist es nicht, dass da wirklich nichts Brauchbares ist. Und die letzten Editionen haben eigentlich dieses Set auch noch aufgewertet, wenn man überlegt, da sind jetzt mehr Karten irgendwo noch gesucht, wie noch vor einem Jahr etwa. Dann folgt auch schon die Kamigawa Neo und Dynasty Draft Booster Box. Ja, wen wundert's hier? Das ist natürlich ein Mega-Set, das auch Spaß macht zum Spielen, aber auch einiges an Value drin ist. Wenn du natürlich die Channel-Länder bekommst, ist natürlich auch mega gut. Und da sind wir jetzt bei 110 Euro etwa, was natürlich auch ein fairer Preis ist für so eine starke Draft Booster Box. Und danach kommen schon die weiteren Streets of New Capenna Produkte. Ja, irgendwie doch beliebt, aber auch dadurch beliebt, weil sie natürlich jetzt günstig sind. Und die sind damals, wo sie rausgekommen sind, so ein bisschen untergegangen, weil sie einfach zwischen starken Sets waren. Das müsste gewesen sein, Kamigawa und dann irgendwann danach die Double Masters 22, also Quad Masters. Und das hat sich irgendwo dazwischen eingereiht und ein bisschen untergegangen. Die Leute haben lieber andere Sachen gekauft. Und ich glaube einfach auch, dass deswegen ganz viele deutsche Displays, wenn ihr hier schaut, einfach noch verfügbar sind. Und das für einen richtigen Dumpingpreis. Also wir haben hier echt welche für 62 Euro plus Versand. Und dann kommen wir schon hier zu Commando Legends. Extrem beliebt. Auch hier ist der Preis für die Set Booster Box noch recht günstig. Aber auch nicht mehr viele, wenn du hier so vergleichst. Da hat es eigentlich jetzt schon wirklich solide Preise, die geht hoch, aber mehr wegen der Beliebtheit einfach auch. Dieses Set kommt bei den Leuten richtig gut an und das hätte ich jetzt nicht geglaubt, jetzt vor 1,5 Jahren etwa gab es die auch mega günstig noch und jetzt bewegen die sich hier auf 100 Euro zu und die waren ja 20 Euro günstiger jetzt noch. Das sind zwar keine Riesensprünge, das kann man jetzt auch gerade bei Magic nicht erwarten, da gab es mal andere Zeiten. Wir haben hier kleine Sprünge, man muss langfristig immer denken, wenn man sich was kaufen will und hinstellen will und denkt, dass das ein bisschen im Wert steigt. Da gibt es momentan einfach bessere Alternativen, das muss man einfach auch sagen. Double Masters Draft Booster Boxen, die haben wir hier wirklich für 220 Euro und jetzt so langsam steigen sie auch. Das ist ein richtig starkes Produkt auch, das wir hatten und das deutlich stärker auch gestiegen ist. Gerade zu Release sind die Boxen ja wirklich durch die Decke gegangen, auch die Collector Booster Boxen davon. Und jetzt haben wir hier für 220 Euro etwa, ja, findet man recht viel Produkt noch. Das ist absolut fairer Preis, wenn man bedenkt, was da Starkes drin sein kann. Und ja, natürlich sind die wertvollen Karten auch da ein bisschen runtergekommen, das ist schon klar. Dominaria Remastered, da sind wir einfach am Tiefpunkt angelangt und jetzt sieht man hier aber am Chart, das könnte jetzt so der Boden sein. Ja klar, bei 135 Euro, aber ich habe es ja auch schon neulich noch günstiger sogar gesehen. Das sind natürlich Top-Preise für so eine Edition, wo du ein Force of Will rausziehen kannst und die ganzen Tutoren, die da noch drin sind. Also finde ich auch absolut genial, das Set. Und man sieht jetzt schon, es geht langsam nach oben und wenn da nichts mehr passiert, dann sind wir hier bald wieder bei 150. Die Wilds of Eldraine Set Booster Boxen, auch die laufen wirklich gut, da ist nie irgendwas eingestürzt. Das ist schon so, auch wie Rudy meint, dass die letzten Sets wirklich eingeschlagen haben, da gibt es nicht irgendwie ein Gurkenset, das total abgelehnt wurde. Das sind jetzt eher so diese Neuerungen, ja, mit Ravnica Remaster, ja, ging auch schon ein Stück runter und natürlich jetzt Call of Manor. Ja, diese Special Sets, sage ich mal, die haben jetzt ein bisschen enttäuscht, aber ja, da war auch davon auszugehen, weil einfach die Preise viel zu teuer waren. Dann schaut man sich aber jetzt die neueren Collector Booster Boxen an, die halten die Preise, ob es jetzt Ixalan ist. Oder auch, ja, auch bei dem Ravnica Remaster natürlich, aber auch die anderen Sets, die neulich rausgekommen sind, die sehen wirklich sehr gut aus mit den Collector Booster Boxen und das natürlich schon mal ganz gut, dass sie das in den Griff bekommen haben, dass die nicht so total abstürzen wie jetzt noch davor, ja, sind sie immer bei 200 rausgekommen und dann teilweise auf 120 findest du sie ja jetzt immer noch. Adventures of the Forgotten Realm, die gab es ja auch noch mega günstig und sind ja glaube ich immer noch sehr günstig, aber das Spannende ist halt wirklich hier so diese Playbooster Box, was mit denen passiert.
Ja, wenn man hier die Beliebtheitsliste aber ab und zu aktualisiert, dann ändert sich so die Reihenfolge mal, dass irgendwie das nicht sauber eingegeben. Dann sieht man manchmal auch Commander Legends als allererste Edition. Und warum ist das Ganze so? Weil die Leute wirklich erkannt haben, dass da so viel Value drin steckt. Es sind zwar nur 24 Booster, wenn ich jetzt richtig liege, aber diese Edition ist jetzt schon auf mindestens 130 Euro hochgegangen. Man konnte sie damals, wo ich gesagt habe, das ist noch ein Tipp, da waren die vielleicht maximal auf 120 noch. Gekauft habe ich sie, glaube ich, noch damals für 100. Gab es mal ab und zu noch welche bei unseren großen Händlern. Jetzt findet man gar nicht mehr so viel Produkt davon. Unsere Online-Händler, die haben da auch gar nicht mehr welche gehabt in den letzten Monaten. Also ich habe keine mehr gesehen zu einem normalen Preis, anständigen Preis. Und da erkennt man jetzt wirklich so langsam hier, da geht's aufwärts. Ja, du findest hier also jede Menge coole Karten und natürlich Commander Legends, der Name steht hier wirklich auch für das Produkt. Das ist nicht irgendwie, dass man hier in die Irre geleitet wird. Hier bekommst du wirklich das, was draufsteht. Wenn ich es nochmal aktualisiere, sehe ich hier zum Beispiel auch Ravnica Remaster Draft Booster Boxen ganz oben stehen. Die sind jetzt ein bisschen runtergekommen und es scheint so, als wäre jetzt auch hier der Boden erreicht. Ja, es gibt natürlich diese Videos mit den Collector Booster Boxen, wo es eigentlich schon wirklich so ein Durchschnitt ist, dass man 8 solche Schockländer aufmacht. Und das ist natürlich schon jede Menge, wenn du überlegst. Und trotzdem halten sich die Schockländer recht gut, was den Preis angeht. Das ist noch spannend. Und da macht es natürlich Sinn, wenn sich diese Karten halten und nicht irgendwie total abstürzen, wie erwartet, dass man sich auch Ravnica Remastered mal holt und vielleicht ein paar davon rauszieht. Die Designs sind wirklich auch schön. Gleichzeitig habe ich auch immer gesagt, lasst da noch die Finger weg von, wartet noch ein bisschen. Der Chart sieht ja auch so aus, als würde es noch ein bisschen runtergehen. Aber ich habe es die letzten Wochen beobachtet und muss sagen, es ist der Tiefpunkt ist so ziemlich erreicht. Also das spricht wirklich dafür, dass, glaube ich, hier Wizards entgegengesteuert hat und nicht mehr massiv viel Produkt rausgehauen hat. Klar weiß man nicht, was sie noch in der Hinterhand haben, ob sie da nochmal ein Lager voll haben damit und nach wieder was rausgeben. Das kann man nicht wissen. Aber zumindest machen sie es jetzt so, dass die Preise nicht einstürzen. Und auch der Sekundärmarkt, was zum Beispiel, suchen wir einfach mal ein Overgrown Tomb, dann sieht man da nämlich auch schon, dass diese Preise nicht wirklich eingestürzt sind. Wir haben hier immer noch solide Werte von um die 15 Euro. Klar, je nach Artwork kann sich das noch ein bisschen unterscheiden, aber es sind Preise, die absolut genial sind. Die sind nicht mega abgestürzt. Die einfachste, langweiligste Version, auch die liegt hier einfach mal so noch bei 11, 12 Euro. Und das finde ich natürlich cool. Das ist wirklich noch günstig. Aber nicht so, dass es ins Bodenlose gegangen ist. Du hast hier also noch genug Wert, um dann auch zu sagen, ja, ich kann mir auch da ein Display kaufen. Dann freut man sich drüber, wenn man eins öffnet. Also in dem Fall wirklich ein bisschen erstaunlich, dass diese Werte sich so halten. Rob, der magische Investor, sagt Peace out.